Und willkommen zurück. Willkommen zurück, Mad Max-Freunde, Crossout-Freunde, Freunde der totalen Zerstörung. Ich habe in der letzten Folge ziemlich schlecht gespielt, denke ich mir mal. So ein Mittelding eigentlich. Hat mich mal trotzdem mal ziemlich aufgeregt, dass man immer schnell verliert. Mit meiner Klasse hier. Trotzdem habe ich eben eine Stunde weiter gespielt und es ist super gut gelaufen und ja, ich habe mich jetzt trotzdem entschlossen, mal die Fraktion zu wechseln, aber nicht, weil ich die wechseln möchte, weil vielleicht die andere doch besser ist, weil ich dort, ich habe jetzt einfach mal überlegt, mir die Nomads zu nehmen. So, habe ich sogar schon draufgeklickt gehabt, weil ich würde gerne auf die Minigun. Ich habe ja schon öfters mal gesagt, dass ich die Minigun sehr, sehr genial finde. Und dann werden wir mal einfach mal die Nomads nehmen. Aber im Moment bleiben wir noch bei den Lunatics, weil ich mir gerne noch diesen Vase Blancher noch mal besorgen möchte. Hier diesen, ne, den Vase Blancher. Davon habe ich jetzt nur einen. Und der ist eigentlich cool. Ich habe jetzt sehr, sehr gut damit gekämpft. Was steht denn hier drauf? Boom? Mary? Boom Mary. Oder so, ne? Boom, das ist ein M, glaube ich. Boom Mary. Also ich habe ganz gut mit dem gespielt und auch dieses Modell von dem Fahrzeug ist eigentlich auch ganz genial. Ich habe mit einem Spieler gespielt, das Fahrzeug sieht ähnlich aus, hat nur eben zwei Räder, also vier Räder. Und das war eigentlich auch ganz cool. Das ganze hintere Stück fehlte eben, hat aber jetzt auch nicht diese Verteidigung an der Seite gehabt. War nicht schlecht. Ich weiß aber nicht mal, was da für Waffen drauf hat. Aber genug gequatscht. Wir gehen jetzt erstmal. So, was brauche ich? Ich brauche irgendwo noch so einen Avia Booster. Da war's. Avia Booster. So. Ab in den Battle. Und dann werden wir einfach direkt mal loslegen. Wie gesagt, ich habe gerade eben wie viel? 6, 7 Runden gespielt. Ich bin nie gestorben. Hab ab und zu mal bis zu 2 Kills gemacht. War richtig cool. Auf First Blood direkt mit einem Schuss von weitem ein Spieler. Einen kritischen Treffer reingeknallt. War cool, aber wie meistens in der Aufnahme klappt das dann irgendwie dann wieder nicht. Also wollen wir mal gucken, ob es ganz gut läuft. So, jetzt sind wir, glaube ich, aber endlich mal auf der richtigen Map. Hoffen wir mal. No. 5, 4, 3, 2 und los. Ich gucke mir ja ganz gerne mal die anderen Autos an, wie sie aussehen. Wenn ihr übrigens euer Fahrzeug mal auf einem meiner Thumbnails sehen möchtet, dann schickt mir bitte ein hochauflösendes Bild von eurem Fahrzeug. Wenn es geht, ohne... ohne Namen von den Spielern, ohne... Na, ich kann schon schießen auf den Typen. Ohne Namen von den Spielern, ohne die ganzen Menüs. Also nur das Bild von eurem Fahrzeug. Schickt es mir dann, von mir ist auf Facebook. Dort könnt ihr die Sachen ja dann privat schicken. Und also müsste schon eine Auflösung von Full HD sein. 1920 und gequetschte. Oh, das war nicht gut. Mist, ich drehe mich gerade in die falsche Richtung. So, jetzt aber nochmal. Okay, ist egal. Der ist tot. Ich wollte mich gerade richtig drehen und habe mich in die falsche Richtung gedreht. Ist er jetzt gestorben? Nee, oder? Jetzt gehen wir mal runter, weil da war noch einer, der halb angeschossen gewesen ist. Ich bin natürlich jetzt allein hier unten. Keiner meiner Kollegen ist dabei. Wird schon gehen. Ach, der ist doch gestorben. Den heben wir mal auf. Oh fuck. Was denn jetzt? Oh, top, hop, hop. Oh! So, bisher haben wir eigentlich noch nichts gemacht. Wie ich es auch schon wieder prophezeit habe. Da ist er.
Das war's. Mal gucken, ob wir irgendwas noch bekommen von Punkte. Schade. Oh, da kommt er. Wo ist denn der hinter dem Berg? Wo ist er denn? Ah. Oh. Wir haben nicht viele Punkte, wo wir gar nichts bekommen. Aber wenigstens habe ich das bekommen. Ich habe jetzt in den anderen Spielen über 1400 Punkte gemacht, aber dann eben keine Waffen. Nur Schrott. Aber okay. Solange wir gewinnen, ist alles in Ordnung. Also nochmal zu den Bildern zurück. Schickt mir ein Bild von eurem Fahrzeug. Eine gute Position. Egal, macht was aus dem Bild. Und ich, wenn ich das für gut empfinde, dann nehme ich das ganz gerne für meine Thumbnails. Ich bin ja immer auf der Suche nach tollen Bildern. Für jedes Mal ein neues Bild zu... Für die für jedes Video ein neues Bild zu machen. Und der hat drei Räder, das ist ja geil. Lustig. Schickt sie mir auf Facebook bitte zu. Jetzt wusste ich gerade nicht, ob ich links oder rechts fahren sollte. Geil. Fuck! Jetzt schnell! Fuck. Boah, das war gerade mal hier Megakampf. Wie habe ich denn noch 5 Schüsse? Fuck you. Den machen wir platt. Mann! Sag mal, lebt er immer noch? Was ist das denn für ein Freak? Our base is under attack. Oh. Scheiße, da ist noch ein Gegner. Fuck. Das war's. Aber ein cooler Fight, war eine gute Runde, hat mir richtig gut gefallen. Viel Action auf einer Stelle. Das ist mir dann ganz egal, ob ich dann sterbe oder nicht. Der sieht übrigens sehr, sehr nett aus. Ja, mach einen Platz, komm. Oh Mann. Der hält aber auch aus. Sauber. Da kommt der Gegner, da kommt der Gegner. Hast du nicht gesehen? Er hat ihn nicht gesehen. Egal. Egal. So schlimm ist es nicht. Ich fand aber gerade die Runde sehr, 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 sehr funny. Ihr seht, Loose-Runde und habe mehr Punkte als eben gemacht, aber naja. Also ich würde mir gerne noch so ein Blast Plunger oben drauf setzen. Die Machine Gun ist zwar ganz cool, vielleicht muss ich dann noch irgendwie so noch ein Elektro-Teil, Elektro, wie das denn das, Energy-Platz noch dazu bauen oder so, damit ich noch eine, vielleicht eine kleine Machine Gun dazu tun kann, damit ich wenigstens noch sekundär schießen kann. Sieht aus wie ein kaputtes Schiff, umgefallenes Schiff, sonst keiner mehr da. Hm. Alle auf einen Haufen. Ah, der ist wieder oben alleine. Dominik, also das Computer.
drauf, aber von hinten. Scheiße! Ah, mit dem einen Reifen, da konnte ich überhaupt nichts mehr machen, ey. Ich bin nur noch am Hin- und Her-Eiern gewesen. Ich sag euch ja, jedes Mal, wenn ich spiele schön immer für euch in der im Let's Play, ist das eine beschissene Runde nach der anderen. Was kann der eigentlich hier noch? Kann der überhaupt noch schießen? Nö, ne, der hat nichts. Boah, was hält der aus? So, was kann der eigentlich alles schießen? Der hat jetzt eine dicke Kanone gehabt. Der hat kleine Turrets, weiß der Geier was gehabt, oder Raketen, oder was es war. Was hat denn der noch drauf? Und Bohrer. Hm. Das war's. Scheiße. Denn Dominik hat ihn nicht so ganz verstanden. Naja, es ist ja wie so ein Computer. Naja, war keine gute Runde. Null. Okay, neue Runde, neues Glück. Sehr schöne Fahrzeuge. Ich will gerne mal so ein paar Puffe haben. Püffe heißt es, glaube ich. Oh, da hat er sich das kaputt gemacht. Schon dämlich. Hier waren doch irgendwo Gegner. Ich hab doch gerade irgendwas schießen, genau. Oh, nee, ich will schon wieder als erstes sterben. Flüchten! Okay, ich habe nicht mehr viel dran, glaube ich, von der Seite hier. Aber mir geht's noch gut. Zum Glück. Ich bin ja gerade wirklich dann einfach da reingefahren. Aber diesmal wollte ich nicht als erstes sterben. Das war mir zu doof. Nein. Wenigstens einen haben wir gekillt. So, sauber. War doch ganz okay. Oh, ein Radio. Das wollte ich aber nicht. Ich brauchte eigentlich so einen Avia-Booster. Für meinen zweiten Wasp-Launcher. Der Wasp-Launcher fliegt mir jedes Mal um die Ohren. Ich habe keine Ahnung, warum der immer so schnell weg ist. Der hat, glaube ich, auch nicht so stark
Der hat keine starken Schrauben. Der ist nur festgeschraubt, festgeklebt. Wie sagt man, jeder vernünftige Handwerker braucht Panzertapeband. Für solche ganz besonderen Momente. Wo schießt denn das Ding hin, ey? Was ist denn das überhaupt, dieses Blum, 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 Blum? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir mal nachher mal angucken. Kamelle-Pistole. Die Leute, die nicht wissen, was Kamelle sind, sind Klümpchen oder Bonbons. Sehen nicht mehr. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der irgendwo hingefahren. Da ist er. Ich wollte nicht mit der rechten Scheiße schießen. Shit. Mann, ey, was war das denn schon wieder? Ah ja, irgendwas von der Seite, irgendwas Böses. Machen wir uns nichts raus. Ich sag ja, in den Runden, wo ich alleine gespielt habe, war es ein ganzes Stückchen besser. Ich glaube, wenn ich mal alleine spiele, einfach mal Aufnahme starten und dann nachher nochmal neu drauf synchronisieren. wenn das jemand weiß, wie viele Spieler in einer Gruppe spielen dürfen. Es war ja damals so, World of Tanks zum Beispiel, durfte man ja nur zu zweit. Und der dritte nur, wenn man irgendwie keine Ahnung, wenn man dann den dritten freikauft oder sowas, dann irgendwann haben sie es dann auch freigeschaltet, dass man den dritten Spieler mitnehmen konnte. Ich glaube, oh Mann, sorry. Oh je. Okay, meine Säge habe ich ja noch. Das war jetzt auch gerade wirklich da reingefahren. Wow, kämpfen. Naja, mit meinem Fahrzeug ist das, glaube ich, nicht so schlau. Ich habe irgendwie das Gefühl, auch wenn das Spiel das jedes Mal wechselt, die Spieler so ein bisschen durcheinander würfelt, habe ich das Gefühl, dass der Gegner irgendwie besser ist, viel stärker. Aber es kann auch natürlich auch damit was zu tun haben, dass wir uns echt dämlich anstellen, genauso wie ich jetzt gerade spiele. Mal sehen, ob ich in der nächsten Folge dann zu den Nomads mal wandere. In der nächsten Folge entweder mit euch zusammen oder vielleicht habe ich es schon vorher gemacht, damit ich wenigstens schon mal ein paar Bauteile dafür habe. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Machen wir mal hier lang. Fahren viel zu viele geradeaus und wir sind hier ganz alleine. Nee, ich habe keine Lust, alleine hier nachher zu sterben.
Ich finde das so genial, dass die ganzen Geräusche. Der mit seinem Panzer, der geht mir so auf die Eier. Ihr seht ja, der Wasp Launcher ist jetzt nicht unbedingt das zielgenaueste. Schießt irgendwie alles links und rechts irgendwo hin. Juhu! Schon wieder das bescheuerte Rad. Was ist denn das hier? Okay. Haben wir ja schon gehabt. Das bescheuerte Radio. Ich müsste, glaube ich, mal irgendwie so einen Tank irgendwo noch unterschnallen. Damit ich noch ein bisschen Fuel dafür bekomme. Aber machen wir jetzt aber nicht. Wixwax und Grave, wenn ihr euch fragen solltet, warum die jetzt gerade in den letzten Tagen nicht mehr dabei sind. Der Grave spielt gerade wieder im Moment ein anderes Game, kommt aber bestimmt mal wieder. Der Wixbox ist gerade irgendwie auf Urlaub oder so. Auf Urlaub. Im Urlaub. Egal, auf Urlaub ist auch gut. Es gibt sogar, ich glaube, so, wenn ich mich nicht recht erinnere, ist doch in manchen Ecken Deutschland sagt man doch wirklich auf Urlaub. Kann das sein? Sagt es mir einfach, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr aus der Ecke kommt. Wo ihr auf Urlaub seid. Shit, 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 da kommt ein Gegner. Oh, oh. Oh. Penner. Wenigstens den habe ich gekillt. Nein! Komm ich nicht weg! Welchen Level hat der denn gerade? 40? Nee, oder? 34, 16. 16 geht ja noch. 17 geht ja auch noch. 40. 19. Sag mal, ist das eine neue Lieblingswaffe? Ich kenne die gar nicht. Dieses, weiß nicht, Klümpchen Schießgerät. Flüchte! Sieht ein bisschen eiermäßig aus. So, was haben wir da? So, was hat denn der? Bohrer und Kanonen. Das war's. Das kann auch lange dauern, bis du das einnimmst. Das kleine lustige Fahrzeug sieht sehr, sehr nett aus. Wir haben aber gewonnen. Blum, 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 blum. Ja. Schon wieder das Radio. Sag mal, was ist denn, Leute? Was ist denn das für eine Scheiße? Wir sind aber gleich Level 15, wenn es so weitergeht. Naja, okay, wenn es nicht so weitergeht. Wir haben ja echt nicht viele Punkte bekommen. Wir haben auch jetzt nicht viel geleistet.
Versuchen wir mal wieder unser Bestes, das. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel ist irgendwie. Ich finde das sehr, sehr schwer beim Spiel zu kommentieren. Wenn man. Ihr kennt ja vielleicht meine Ark. Was ist das denn? Den müsste man ja schon erschießen, nur weil er eine amerikanische Flagge hat. Das ist bestimmt Donald Trump. Keine Ahnung, Fahrrad. Wo war ich stehen geblieben? Achso, mit dem Kommentieren. Beim Ark Dinosaurier Spiel hier, ne, dieses Survival Game, das ist schon ein ganz anderes Kaliber hier und das ist anstrengend, sehr anstrengend, die ganze Zeit zu reden, währenddessen man sich konzentrieren muss. Was ist das denn? Mehr Räder geht's nicht. Mann, jetzt haben sie mir schon wieder meinen Pass. Oh, ich habe nichts mehr. Ich muss weg. Oh, 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 oh. Ich will überleben. Ich will überleben. Oh, lebe. Nein. Level 27. Die hat auch nicht lange überlebt. Das Donald Trump Fahrzeug. Sieht nett aus. Leider habe ich von diesen Teilen hier nicht so viele. Ich habe leider nur zwei. Es werden nur Raketen geschossen. Es gibt schon gar keine Machine Guns mehr. So hört sich das die ganze Zeit nur noch an. Ich glaube, wir haben verloren. Ich überlege mir gerade, ob ich bis Level 15 spielen soll. Dann bin ich irgendwann overpowered, genauso wie die. Noob Team. Was der Härte, wie heißt er? Werte Art Chapalus oder sowas nicht so ganz versteht, ist, dass das Team sich immer wechselt. Dass es nicht immer das gleiche ist. Ich glaube, das ist nicht so schlau, hier lang zu fahren. Ich gehe aber hier lang. Oh, hier sind ja wieso alle. Bom, 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 bom. Voraus, voraus. Nein. Oh Gott. Fuck you. Nein, ich will nicht hier rein. Ich will raus. Oh Gott, stehen die da zu fünft. Aber die haben doch auch wirklich alle Male haben irgendwelche epischen, raren Bauteile. Oh, das waren Level 13er von uns. Das war ja mal schön. 23, 19. Warum schießen die sich gegenseitig kaputt? Der sieht echt gut aus.
Der Auspuff gefällt mir ganz besonders. Okay, mit dem Lenken hat das nicht so, aber ja, die Machine Guns, guckt euch mal wieder, Heavy Machine Gun, Epic, oder lila, rosa, pink. Deswegen sind die auch immer so stark, ey. Aber irgendwann werde ich so stark sein. Nach 2000 Folgen. Wenn wir nicht langsam die Fahne mal von uns einnehmen, von denen einnehmen würden. Das gibt's doch gar nicht. Guckt euch mal, 2 gegen wie viel? 8, 10, 12? Egal. Das haben wir uns jetzt einfach mal angeguckt, aber das war... Keiner denkt daran, mal die Fahne einzunehmen und dann haben wir ebenso verloren. Macht aber nichts. Wie sieht's denn hier aus? Ich habe übrigens, ach ja, das hier gecraftet. Diese hier, die Small Tracks. Leider habe ich nur eins davon. Ein Small Track, das heißt, ich müsste dafür noch, ich brauchte noch irgendwas. Das war denn hier noch? Was war jetzt bei Nomads, Engineers, nee, Lunatics, so. Mir fehlten genau diese 2 Avia Boot, nee, diese Weapon Radiator. Und die habe ich leider nicht. Die kriege ich auch irgendwie nie. Kaufen dafür im Store habe ich echt keinen Bock. Dann wollte ich doch noch was bauen. Shotgun, ist alles mit Shotgun. Was war das denn, was ich noch bauen wollte? Irgendwas war das noch. Aber ich habe es vergessen. Keine Ahnung. Also ich denke mal, ich werde in den nächsten Folge zu den Nomads wechseln. Man verliert ja die Punkte hier nicht bei den Lunatics, die 5 Punkte des Levels. Da ich ja sowieso jetzt gerade am Anfang bin, wieder bei Level 5, ist das eigentlich gar kein Problem, dann mal zu wechseln. Und dann kriegen wir hier so mal ein paar Bauteile. Ihr seht ja hier, für die Leute, die es jetzt nicht spielen, die leider keinen Beta-Key bekommen haben, zeige ich dir noch mal ganz kurz. Hier kriegt man ja diese Flugzeugbauteile, dicke Motoren, Radar und so ein Quatsch. So ein Attack-Drone, das sind diese Drohnen, die man, ich weiß nicht, was sind die jetzt, die man aufstellen kann? Nee, die sind, glaube ich, diese sind die Teile, die fliegen. Das ist, glaube ich, so eine fliegende Drohne. Turret. Die Autogun gefällt mir eigentlich ganz gut. Was haben wir denn hier? Schneeketten. Könnte ich sogar kaufen. Könnte ich sogar bauen. Aber gar nicht nett, weil ich ja nicht bei den Nomads bin. Also, nächste Folge könnt ihr euch dann eben darauf freuen, ob ich dann wirklich zu den Nomads wechsle oder doch zu jemand anderem. Oder vielleicht das Spiel lösche und nie mehr wieder spiele. Nein, das werde ich nicht machen. Das macht mir einfach viel zu viel Spaß, auch wenn man sich in manchen Folgen ziemlich darüber aufregt. Aber so ist das eben im PvP. Also, bis zur nächsten Folge. Däumchen hoch, nicht vergessen, Leute, ihr. Es sind sehr, sehr viele Leute, die das Video gucken, aber echt wenig Däumchen hier nach oben gehen. Lasst es mich wissen mit dem Däumchen nach oben, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und dann bis zur nächsten Folge und tschüss.